Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen bei Divinity 2 Original Sin. Mit dabei ist natürlich der verzaubernde Sam Samuel. Der macht durchströmt, der Sam Samuel. Und vorbei. Ja, ist eh nichts passiert. Billiger Effekt. Wieder viel Tara um nichts. Okay, hier haben wir irgendwie einen Bauernhof. Mal gucken, was die Hühner zu reden haben. Hier ist so eine Dame namens Pitch. Mal gucken, was die zu reden hat. Ei, weg. Baby-Ei für immer weg. Okay. Hilfe. Ich frage mal, wie ich helfen kann. Ah, der Junge hat einen Ben mitgesucht. Tja, den haben wir jetzt schon längst. Was bei dir? Okay, einem Junge, der hätte meinen Ifan jetzt. Der wäre wohl für den Ifan wichtig gewesen. Ja, naja, egal. Ich hätte auch die Option gehabt, ihm zu sagen, dass Ifan tot ist. Sehr nett. Ah ja? Ja, gefunden? Ja, nein, doch. Nicht abschieben. Habt ihr gehört? Die Eier sind weg. Für immer weg. Aha. Was wurde denn aus den Eiern? Ganze Familie, alle Eier, jedes letzte Ei, große March gesehen, große March sagt euch alles. Wer ist die große March? Ach, die steht hier am Pfosten. Am Pfosten? Ach, da. Ja, du kannst eh nicht, ja. Du kannst doch gar nicht reden mit Tieren. Ja, ich wollte eigentlich pingen und nicht mit dir sprechen. Geile Stimme. I saw. Fragen, was ist passiert? Er kam in der Nacht, hat Eier gestohlen und ist davongerannt. Es hört sich nach einem Fuchs an. Wie sah der Dieb aus? Groß, Kuh groß, okay. Nee, Haut. Okay, viele Beine. Aha, ist ja sehr genaue Angabe. Sie fragen, wo die Kreatur hingerannt ist. Ja, es ist halt die Spinnen-Kuh-Größe, ist doch klar. Ach nein, toll, so wie so der Standardgegner. Spinnen. Der Fantasy-Standardgegner. Spinnen und Wölfe. Ja. Karte, zeigt eure Karte. Nicken und ihr das Ei hinhalten? Habe ich das Ei schon? Ja. Bockak! Ein Wölfe aus Federn springt sich hoch und pickt ein kleines Loch in deine Karte. Oh. Aha. Geh zurück. Hat die wirklich noch reingepickt? Das wäre irgendwie witzig. Ne, das wäre wirklich witzig irgendwie. Abfackhöhle. Letzte Sichtung von Johann oder Jahan. Abfackhöhle? Abwrackhöhle oder so. So. Doch, Abwrackerhöhle. Da kriegst du hier die Abwrackprämie. Magisteranführer. Haus der Meister. Treibholz. Ich weiß jetzt nicht, wo sie hin. Ich sehe kein Loch. Und ich sehe auch keine Markierung. Die irgendwas überall. Du musst auf dein Ei schauen. Und dein linkes Ei hat sie ein Loch gemacht. Achso, gut, ich muss kurz die Hose runterlassen. Warte mal. Na ja, gut, lassen wir es einmal. Wir werden schon irgendwann irgendwo drüber stolpern. Oh, hier ist ein Kind. Ach, das ist dein Kind hier. Ja, wir haben ja echt verschiedenste Optionen jetzt. Was macht er? Wir können jetzt hier abbiegen und über die Brücke laufen. Ben Metz. Das ist der Junge, der nach Ben. Dem Jungen sagen, dass Ivan Ben Metz tot ist, so. Das wird ihm kein bisschen gefallen. Ist mir egal. Der Junge steckt die Hände in die Tasche und spaziert davon. So, Quest erledigt. Oh, also links sind Magister. Wir gehen jetzt über die Bühne, lass doch mal dahin gehen. Also ich spreche die Figur einfach mal ein. Und Tully. You'll just end up sliding down some Void Vulcan's gross gullet, piece by piece. Irgendwann jetzt lernen wir das auch. Der älter aussehende Magister bemerkt deine Anwesenheit. Oh. Halt, Scaleskin! What word do you bring? Schuppenhaut? Wie nennst du dir Schuppenhaut, du Fleischsack? Sagen, dass du Kunde vom Tod bringst. Die Dünen sind blutdurchtränkt. Sagen, dass du keine Kunde bringst.
Du bist nur auf der Durchreise. Ihm fragen, welche Kunde er meint. welche Kunde meinst du? Gar nicht, die Dünen sind vom Blut durchtränkt, so. Alter, nennst du mich Kunde oder was? Blut? His face goes pale and his eyes open wide. The magister that greeted you remains stiff, as if enduring a harsh okay. wind. The void woken come. Lehrenwächter kommen. Das wisst ihr jetzt auch, ja? Hush, Fedder. You may pass, Lizard. Dare say you'll be aching to leave before long anyway. But before you do, find Raymond, the White Magister. He'll want to know was, die lassen uns auch noch durch? Das ist Verlierer. Mal gleich mal gucken, ob die was... Ich bin extra die Treppe nach oben gelaufen. Mittelstarker Stärke dran. Nee, mittlerer Stärke dran. Okay, die hat gar nichts. Langweilig. Aber beeilt euch. Es könnte jederzeit ablegen. Er nickt in Richtung der Brücke. Ja, da. Klappert. Ja, toll. Ich bin extra hier hochgeklettert. Stiller Beobachter, unwichtig. Ja. Oh, es wird gespeichert. Wir sind echt in einem krass unterlevelten Gebiet. Ja gut, weil wir da vorhin im überlevelten Gebiet rumgelaufen sind. Das war doch nicht überlevelt, das war quasi uns absolut angemessen. Die Truhe ist bestimmt abgeschlossen, ne? Nee, die sagt, die kann ich halt mal öffnen. Oh, yes. Ich habe auch eine schöne Truhe gefunden. Voll auf dem Turm. Hey, da habe ich gerade hingeklickt. Ich bin aber nicht losgerannt. Ist ja doof. Ah, herrlich. Da war so ein schöner, wertvoller Krug drin. Ja? Oh, ja. Was, ein Krug? Ja, und Gold. Der sah richtig schick aus, sogar auf dem Bild. Ja? Hm. Kannst du wirklich teuer verkaufen. Guck, gibt's hier oben irgendwas? Schmiedehammer? Hey, warum? Hier oben ist gar nichts. Das ist ja sinnlose Ranken hier. Dann gucken wir mal. Versuchen wir mal hier ein paar Leute anzuquaken. Hallo Zwerg. Oh, we dwarves had a kingdom and we will have it back. I won't always be sweeping, I'll be riding horseback. We dwarves had a kingdom. Oh Gott, ein Bade. Zwerge als Baden. Oh, hier ist ein Markt. Ja, ich bin auch gerade schon hier. My word, but you do look interessant, dass du den schneller jetzt hier erreicht hast. Oh, ihr seht verschöpft aus. Ich wette, ihr braucht einen Hauch Magie. Was verkauft er denn? Ui, Zauberbücher. Eine Feuerpeitsche. Das hört sich cool an. Distanzangriff, der 84 bis 93 Feuerschaden bei einem einzelnen Ziel sowie blind und brennend bewirkt. Nice. Der bringt ein Gedächtnisplatz, ist es richtig? Feuerschnecke beschwören. Das sind bestimmt so ultra teure Dinge. Nö, gar nicht mal. Es geht gar, also geht sogar vom Preis her. Kann ich mal gucken, kann ich hier was verkaufen? Auf deinen Befehl, riechen Gift. Also nicht, Regen brauche ich nicht mehr. Dampfpflanze finde ich eigentlich ganz cool. Aber, ja, auch weg damit. Ah, weg damit. Pünktchens Halsring, weg damit. Weg damit, weg damit. Hier mal so ein bisschen ausmisten, den ganzen Plunder hier. Nebliger Kristall. Das ist halt die Frage, man weiß halt nie, ob man irgendwie manche Dinge noch braucht oder so. So irgendwie so Rubine oder so, ob man die mal braucht für irgendwas. Mal gucken, ich guck mal so ein bisschen durch, was der hier so hat. Blendendes Strahlen. Kettenblitz. Dafür brauchst du Aerotroik. Hast du nicht Aerotroik? Dann kannst du Kettenblitz kaufen. So wie früher. Hier sind auch lauter Sachen. Hier sind die ganzen Wasser- und Beschwörungsbücher. Kanonierpflanze. Die Pflanze kann Säurespuren verschießen und verfluchte Giftwolken ausstoßen. Achso, das ist ein Monster, das man beschwört. Oder so. Bei Gegnern um dich herum und vergiftet sie. Verwandelt Wasser, Blutflächen und Wolken in Gift. Ui. Erdbeben, Stärken. Verbildet in deiner Nähe, regenerieren langsam physische Rüstung. Oh, nicht schlecht. Fehlung. Aha, fossiler Giftwelle. Vom Wirkenden geht eine ringförmige Giftwelle aus, die
Giftschaden bewirkt und Giftwolken erzeugt. Gewährt eine Runde lang Immunität gegen Gift und Erdschaden. Ui. Ist ja was für dich sogar. Feuerball, Brennendolch, Flammenzungen beschützen dich und greift Gegner, die sich nähern, sofort an. Das ist auch nicht schlecht. Hält 3 Runden an. Supernova, spontane Verbrennung. Das gefällt mir. Strahl der Macht, was ist das? In Linie intensiver Hitze, die 105 bis 117 Feuerschaden bei Charakteren bewirkt und Feuerwolken zurücklässt. Das ist cool. Kannst du nicht Elektrostrahlen aus deinen Fingern schießen, sondern kannst du richtige Feuerstrahlen rausschießen. Der gefällt mir jetzt schon, der Zauber. Und er kostet auch nur 1100. Was das hier? Das ist Polymorph. Das habe ich eh nicht. Den Strahl der Macht nehme ich, kaufe ich mir. Kann ich wahrscheinlich eh noch nichts benutzen. Doch. Ja, geil. Jetzt habe ich den Strahl der Macht. Nice. Oh, der hat eine geile Reichweite. Oh. Die Tasten sind verhunden. Was hat die Troller da? Diese Tilja? Wie kann ich jetzt hier noch das mit dem... Ach so, hier. Schicken Schwanz, habt ihr da ein bisschen Geld für einen kranken Hund? Ihn fragen, was der Hund hat. Fortgehen, ich spreche erstmal mit dem Hund. Oh, der arme Hund. Was glotzt ihr so? Ich bin krank, verschwindet. Ihn fragen, was ihn plagt. No. Deine Hand auf seinen Hals legen. Deine Hand unter seinen Nietenhals legen. Was? Alter, ist das gemein. Der Hund hat einen Halsring an, der quasi nach innen gedrehte Spitzen hat. Oh, böse. Oder die geschärften Spitzen von Nieten. Das heißt, kein Wunder, wenn er Schmerzen hat. Dem Hund sagen, dass du ihm seinen Schmerz nehmen kannst, er dir aber vertrauen muss. Okay. Ja, genau. Komm her, Kleiner. Gucken wir mal. Ich befreie dich von deinen Schmerzen. So ein Nietenhalsband, was wahrscheinlich einfach nur falsch rumgedreht ist oder so. Weißt du hier, kennst du diese Halsbänder, die diese Stacheln haben oder so? Würde ich jetzt mal vermuten. Man erkennt es natürlich nicht, weil es jetzt nicht dargestellt wird. Aber ich drehe mal das Halsband um. No. Oh, 7000 Erfahrung dafür. Nice. Wow. Dem Hund sagen, dass seine Bezahlung Gold üblich ist. Fragen, wer ihm das Halsband angelegt hat. Ach, das war ja klar, dieser müßige Bettler. Den Hund fragen, ob er weiß, was das bedeutet. Wait a minute. Master hurted me. Excuse me a minute. I'm gonna go now. But first I have a thing I need to do. He turns to his master. Okay. You bad man, you. So, haben wir das erledigt. Das Nietenhalsband des Hundes erwähnen, anmerken, dass es grausam ist. God's damn it. How was my livelihood? Penny for a grieving beggar? I reckon I'm owed it here. Ihnen sagen, dass er sich scheiß Arbeit suchen soll, verdammt. Verlangt, dass er die Stadt verlässt. Ich sag, ich werde ihm einfach drohen, so. You wouldn't do that, would you? Oh, yes. You would do that, wouldn't you? I couldn't prevail upon you to change your... Ihm sagen, dass du einen Anteil willst. Du nimmst die Hälfte seiner Einnahmen, quasi den Anteil des Hundes. Nee. Klarstellen, dass du alle seine Einnahmen willst und er kann froh sein, dass du nur das forderst. Ja, das ist in Ordnung. He gives you a cool look, then rummages in his pocket. He hands you the contents. 5. That's your look. Go on, then. Get lost, you freeloader. Dieser Wichser.
Na, ich kann noch mal gucken, was hat er denn hier? Ach ja, er hat sogar noch 15 Gold, der Arsch. Laut dem Handelsmühe hat er noch 15 Gold, aber mir gibt er nur 5 Gold. Aber wo ich ihm gesagt habe, der kann froh sein, dass ich nicht noch mehr getan habe. Zack. Tja. Arschloch. Edelmann, ihm sagen, dass ich Arbeit suchen soll. Den Kopf schütteln und dein Gold behalten. Dieser Sack. Warum beschwörst du jetzt eine Inkarnation? Ich hab mir ein neues Fertigkeit für die Inkarnation geholt. Schattendurchdrängung? Was macht die? Schattendurchdrängung. Ach, der hat jetzt noch Bewegung plus 1? Ist jetzt auch nicht so. Also, na, guck mal jetzt. Nice. Der ist unsichtbar? Cool. Ja. Was? Diese Tilja-Schnuck? Genießt eure Freiheit, sondern ihr könnt extra euer Tag ist nahe. Oh ja, näher als ihr denkt. Guten Tag. Okay, die mag mich nicht. Ach, hier ist die Händlerfrau. Na, guck mal, was hat sie denn anzubieten? Oh, die hat auch haufenweise. Heute ist so eine richtige Handelsfolge hier. Heute ist eine wirklich krasse Folge. Guck mal, was hat der hier? Also, das ist Nekromantie. Ah, hier Hydrosoph. Mal gucken. Heilritual sendet eine Welle der Heilung zu einem anderen Charakter. Die Welle bewegt sich auf Verbündete in der Nähe zu und heilt mit jeder Bewegung. Okay. Kryogenische Starre. Der Zielverbündete verfällt in kryogenische Starre. Obwohl außer Gefecht gesetzt, wird er immun gegen jede Art von Schaden und regeneriert allmählich seine Lebenskraft. Und das entfernt die Bande der Pein. Das ist auch cooler Zauber. So richtiger Notfallzauber. Ja. Wenn du fertig bist mit Handeln, dann musst du mir mal Chance geben, ihn mal hier zu beklauen. Wirkt unter dir ist schon klar, dass hier 1001 Personen langläuft. Ja, das ist kein Problem. Wirkt unterkühlen auf Gegner um dich herum und verursacht Wasserschaden. Ja. Das habe ich schon. Winterexplosion. Bewirkt Wasserschaden und Statuseffekt unterkühlt bei Charakteren in Reichweite. Blut und Wasserflächen werden eingefroren. Okay. Regeneration haben wir. Regen. Eisfächer haben wir. Gut, hier wäre diese kryogenische Starre ganz interessant. Ja. Aber so viel Geld habe ich auch nicht. Ja, bis später. Wo bist du denn überhaupt? Ach da, den willst du bestehlen? Ja. Ich speichere vorher erstmal ab. Ja. Jetzt quatscht dir tatsächlich jemand anderes an, das gibt's doch gar nicht. Jetzt muss ich warten, bis der sich weggedreht hat. Der Sippe. Rapid Fiction. Okay, dann spreche ich ihn jetzt an. Ja, probier's. Ah ne, jetzt steht da wieder so ein anderer Troller da. Das ist problematisch bei den ganzen Leuten. Was ist denn der Nervs denn hier? Ah, jetzt so. Ah. Ah, schade, er hat es echt gemerkt. Das war dazu erwarten. Na, dann lassen wir es einfach. Naja. Sprich mal den hier an, diesen Händler Thun. Guten Tag, Fremder. Interessiert an feinsten Treibholzfisch? Ich lehne ab. Idiot. Selber Idiot. Oh, hier hat jemand Waffen. Händler Haran. Na, dann handeln wir mal. Oh, der hat Fähigkeiten für Lose. Schuss, der bewirkt um 5% Bonusschaden pro 1 Meter Abstand zum Ziel erhält. Ui. Okay, sind auch coole Fähigkeiten hier. Das habe ich schon. Himmelsschusshammer, Querschläger habe ich. Reaktiver Schuss. Wähle einen kreisförmigen Zielbereich aus. Bis zur nächsten Runde schießt du automatisch auf die ersten 3 Gegner, die sich in diesem Bereich begeben. Ui, auch nicht schlecht. Reißt seine Scharfschützen. Verschießt einen Pfeil, der Feind glatt durchschlägt. Jeder getroffene Feind erleidet Stichschaden. Rüstung wird ignoriert. Ui, das ist cool. Rüstung wird ignoriert, das ist cool. Ah, das ist alles so teuer immer. Man kriegt in dem Spiel irgendwie zu wenig Geld, habe ich das Gefühl. Was ist die Statue hier? Das ist der Schnellspeicherpunkt. Also hier Schnellroute. Achso. Ah ja, ich sehe es gerade auf der Karte. Da, wo du sagst. Oh, so ein Prediger hier, Stadtschreier. Ihm bitten, dir das Neueste zu erzählen. Machen wir mal.
Er schreit hier so das Allerneueste. Nach dem erwähnten Krieg fragen. Ja. Was? Oh, diese Wichser. Sagen das im... Ach, das reicht mir schon. Oh, ich muss den Krieg verhindern, ich muss die Echsen retten. Ich muss los, wir sehen uns in ein paar Jahren wieder. Okay, ich weiß, wo gehen wir jetzt hin? Ja, ich weiß noch nicht, das werden wir aber leider erst in der nächsten Folge sehen, wo wir hingehen. Denn wir sind leider für heute fertig. Wir haben heute halt mal einfach halt mal ein bisschen gestöbert, ist auch was Schönes. Ich hoffe, euch hat es aber gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis denne, cheerio! Tschüss.